Welche Familienmitglieder unterstützen dich? Also unterstützen in erster Linie natürlich ganz klar meine Frau, die natürlich immer in erster Front steht, auf allen Etagen, sage ich mal. Die ist der Brandherd. Dann eben meine Mutter, hauptsächlich auch für die Gastronomie, auch im Office, für den Hammersteinpark und auch für die Driving Area im praktischen Bereich. Mein Sohn Kilian, den ich ja nun auch vor 6 Jahren mit auf die Rennstrecke genommen habe und er natürlich heute auch bei uns hier die Onroad-Trainings macht. Und heute auch ganz aktuell meine Tochter Finja, die ist nun 18 geworden, hat also auch schon mit uns die Rennstrecke besucht in diesem Jahr, das erste Mal. Und auch Finja macht jetzt gerade eine interne Ausbildung zur Instruktorin fürs nächste Jahr. Was denkt die Familie über Kai Lange? Kai ist jemand, der ist sehr kreativ. Hat ein sehr großes Vertrauen, gibt mir da schon viel Freiheiten. Aber wenn es wirklich um irgendwelche wichtigen Themen sind, ist es natürlich ein Miteinander für uns. Ja, also das, was uns in den Kopf kommt, besprechen wir zusammen. Also mein Papa, der fährt schon Motorrad, seitdem ich mich erinnern kann. Und früher bin ich immer hinten mit ihm mitgefahren und hatte dann immer meine Halbschale auf. Ich glaube, Familie ist nicht unbedingt nur Blutsverwandtschaft. Wenn man zur Driving Area kommt, dann entsteht ganz automatisch eine Community oder eine Freundschaft, wenn man offen dafür ist. Wir sind ja jetzt kein Großunternehmen in dem Sinne und es sind tatsächlich immer mal der eine oder andere ist irgendwie immer da. Ist Gabi da, die Mama ist da, die Kinder sind da und man fühlt sich sehr, sehr schnell mit eingebunden und auch wirklich sehr, sehr wohl in dieser Atmosphäre. Es ist alles herzlich, ist einfach super. Es verbindet einen das Zweirad.